dich auf dem Parkplatz des Lagerhauses. Ja. Der Weg löst sich gleich auf, aber... Erstmal löst sich das Ding hier auf. Nehmen wir mal den hintersten, oder... Ach komm, wir nehmen den hier erstmal. Na, wir nehmen den hier. Damit wären es zwei. Je näher du dem Goliath bist, desto sicherer wird es. In der Theorie. Was ist mit dem Ding? Tut mir leid, hatte kurz die Verbindung verloren. Jetzt sollte alles klappen. Die Frage ist, sie jetzt da drin oder ist sie nicht da drin? Brady, wo willst du hin? Ans Ziel eigentlich. Komme? Kommst du? Kommst du? Hängst du fest? Ja, hängst du. Okay, versuchen wir es nochmal. Ja, bitte geht doch. Was ist das Kontrollfeld hier? Da ist das Kontrollfeld. Ja.
Zurücktreten, bitte. Das macht drei. Wir treten ihnen in ihre Ärsche. Verdammt! Irgendwas stimmt nicht, Brady. Das Geschütz reagiert nicht. Ich muss mir das genauer ansehen. Mach besser ohne mich weiter. Wir können nicht zulassen, dass dieses Ding plötzlich selbst handelt und dich angreift. Gut. Ziel verloren. Ziel lokalisiert. Würdest du bitte darüber? Wenn nicht. Guck mal, hier gibt es Sachen zu kaufen, wenn ich glaube. Ach. Haben wir es doch schon. Und wieder eingehackt. Das heißt, es bleibt nur eine übrig. Oh, ich könnte noch mal einen zum Widerstand mitnehmen. Um es mir einfacher zu machen. Und zwar dich. Dich. Dich nicht. Dann lass weg. Du. Du brauchst nur ein Wort zu sagen. Ja. Wir müssen darüber noch 130 Meter und dann. Die vorhandenen Nogs wegmachen und. Sollte gut sein. Und natürlich den Zeppelin ausweichen. Ja, warte mal, ich Die Mutter hat.
Wenn ich aufs Smartphone gucke, bin ich safe. So, das habe ich gerade entschieden. Hier spricht Parrish, hör zu. Wir haben einen Unruheherd. Die Norks greifen ein Lager an und die Leute drinnen können nicht raus. Sie werden sterben, wenn keiner rechtzeitig dort ist. Brady, hier spricht Heather. Du musst hierher zurückkommen. Ich kann momentan nicht mehr sagen, aber es ist schlimm. Okay, wieder in die Station. Das heißt, ich habe gerade keine Zeit, ich muss weg. Es macht mich so glücklich, wenn ich sehe, dass es noch Menschen gibt, die Musik auf der... Yep, die Musik auf der... zum Stützpunkt und dann bin ich gespannt, was mit der Maschine ist und ob wir das doch nicht schaffen, den Chef halt zu befreien. Obwohl, so wie es aussieht, bin ich ja jetzt weiter Chef und so und ich wage schon mal die Theorie, dass er tot ist. Lass ihn durch. Der Goliath ist komplett abgeschaltet. Ich kann nicht einmal die Systeme abfragen, um eine Diagnose zu stellen. Er ist völlig tot. Irgendwer hat das getan. Und er wusste genau, wie man ihn lahmlegt. Ich habe keine Ahnung, wo ich überhaupt mit der Reparatur anfangen soll. Wiley ist losgegangen und hat es geschafft, ein paar Pläne zu besorgen, die mir helfen könnten. Aber er ist auf eine Patrouille getroffen und musste sie verstecken. Ich brauche diese Pläne. Der Ort seiner letzten Übertragung ist auf deinem Smartphone markiert. Kannst du dir die Sache bitte ansehen, Brady? Ja, wenn ohne diese muss. Pläne habe ich keine Chance, dieses Problem zu beheben. Muss schwierig gewesen sein, diesen zu halten. Wo soll ich überhaupt anfangen? Links. Also am Anfang. Was zum Teufel haben sie mit dir gemacht? Endlich habe ich die taktische Weste und ich habe 25% weniger Schaden. Irgendwas muss ja funktionieren. Und ich kaufe jetzt einfach aus Artikel. Kannst du dich auf den Weg machen und dir die Sache ansehen, Brady? Ja, lass mich doch mal kurz hier. Was mit Wiley passiert ist. Ja, Mann. Ich gehe ja schon. Mit dem Motorrad. Brady, die Pläne müssen irgendwo in diesem Gebäude verborgen sein. Versuch herauszufinden, wo Wiley sie versteckt hat. Ja, ich versuche auch gegen den Rakel den Rechner zu kämpfen. Noch nebenbei. Das ist doch einer. Schon überlegt, du wärst keiner, aber du bist ja einer. Ich hab hier eben schon was flackern hören. Ah, Wiley muss das Versteck markiert haben. Siehst du irgendwelche Zeichen? Ja.
Ob das sein Zeichen war? Ein PC-Monitor. Ein draußen. Ein Radio. Okay, ich habe bis jetzt nur das eine Zeichen da gesehen. Das eins. Metallschrott. Alle roten Zonen sind Sperrgebiete. Zivilisten ist der Zutritt untersagt. Sniper. Okay, es waren nicht die X'er, also müssen es die anderen die sein. Und es gibt hier noch nichts an der Decke. Er hat es irgendwie markiert. Er ist ja nicht doof. Er hat ja nicht BWL studiert. Kaffeetassi. Hucha. Da. Rüste gefunden. Okay, fotografier die Pläne, damit ich das Foto herunterladen kann. Okay. Das gute hilft Arbeit, dir. Brady. Ich erhalte gerade die Daten der Pläne. Jetzt habe ich zumindest eine Chance. Parrish hat ein Notfalltreffen einberufen. Er will, dass du auch dabei bist. Ja, dann komme ich da vorbei. Ich markiere die Position. Du machst dich besser auf den Weg. Er ist wirklich angepisst. Bis bald. Bis bald. Und Freiwilliger, hey, Freiwilliger. Ja, schön. Das klingt doch wieder nach einem super Auftrag. Yep. Ich bin der Supermotorradfahrer. Ich fahre nach Regeln, die sind noch gar nicht erfunden. Deswegen fahre ich auch so scheiße. Hier hoch. Und dann gehe ich wieder runter.
Was ist denn hier eine Tür? Hier ist eine Tür.